Die Kulturhistorikerin Andrea Wulff, deren sensationeller Erfolg mit einer Biografie über Alexander von Humboldt gelungen ist, ist heute unser Gast. Außerdem der Urologe Volker Wittkamp, der Wirtschaftsjournalist Nikolaus Doll gemeinsam mit Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, mit denen wir über die neuesten Entwicklungen im VW-Abgasskandal sprechen wollen. Und noch ein Doktor, Dr. Med Eckert von Hirschhausen. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn zwei Männer begrüßen wollen, mit denen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen. Einer Geschichte, die beispiellos in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist. Ein Skandal. Morgen muss Martin Winterkorn, der ehemalige VW-Chef, vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages erscheinen. Und die Indizien verdichten sich, dass der Mann, der stets behauptete, nichts gewusst zu haben, möglicherweise sehr vieles wusste. Und im Moment kreist dieser Krimi um einen einzigen Tag im Juli 2015. An diesem Tag tagte der unter VW-Ingenieuren berüchtigte Schadentisch. Was das ist und wie es sein kann, dass man bei VW selbst dann noch als Manager Millionen verdient, wenn man schon längst in Rente ist, das wollen wir besprechen. Herzlich willkommen, Professor Ferdinand Dudenhöfer und Nikolaus Doll. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute unsere Gäste sind. Ja, hätten die VW-Manager gewusst, was schon Helmut Kohl wusste, nämlich entscheidend ist, was hinten rauskommt, sie hätten heute vermutlich deutlich weniger Probleme. Was uns in gewisser Weise direkt zu diesem Mann hier führt, der ziemlich oft vor der Frage steht, was kommt eigentlich vorne raus? Er ist nämlich Urologe und hat sich seines Fachs jetzt literarisch auf eine Weise angenommen, die viele begeistert. Urologie mit Humor, das ist deshalb gut, weil es viele Tabus und Ängste nimmt und damit unter Umständen sogar Leben rettet. Diese Ängste haben natürlich mit der Direktheit dieses ganzen Themas zu tun. Er spricht es ganz offen aus und sagt, auch im Jahr 2017 gilt keine Diagnose durch die Hose. Und er sagt, wenn ich auf Partys sage, dass ich Arzt bin, ist das cool. Wenn ich dann erwähne, dass ich Urologe bin, ist das Thema durch. Herzlich willkommen, Volker Wittkamp. Schön, dass Sie da sind. Ja, und wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt, was passiert, wenn zwei Kollegen hier aufeinandertreffen. Das, was Volker Wittkamp gerade versucht, hat er mit so durchschlagendem Erfolg getan, dass daraus, man muss das so sagen, eine ganze Bewegung geworden ist. Das weiß, wer ihn mal live auf der Bühne gesehen hat, nämlich Medizin mit Humor zu verbinden. Sein erstes Medizinbuch über die Leber, die angeblich an ihren Aufgaben wächst, war ein Millionenseller. Jetzt aber steht er seit Wochen auf Platz 1 mit einem Buch, das uns ein bisschen zurückführt in die Zeit, als wir noch bereit waren, an Wunder zu glauben, an Magier und Schamanen. Magie, sagt er, wird in der Heilkunst völlig unterschätzt. Und er weist darauf hin, dass wir eigentlich alle in der Lage sind, wie Jesus übers Wasser zu laufen. Alles nur eine Frage der richtigen Temperatur. Und er berichtet von seiner Mutter, von der er als Kind oft die magischen Worte hörte. Schau mal, da fliegt das Auer aus dem Fenster. Und die Frage, die sich für mich aus dem Buch ergibt, lautet, wann haben wir begonnen, aus lauter Klugscheißerei das Auer nicht mehr aus dem Fenster fliegen zu lassen. Eckhard von Hirschhausen ist unser Gast. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, und für viele ist auch das, was ihr widerfahren ist, tatsächlich so eine Art Wunder. Denn nach allen gängigen Gesetzmäßigkeiten über die Entstehung von Bestsellern hätte all das, was ihr widerfahren ist, niemals passieren dürfen. Tatsächlich ist ihr ein Welterfolg gelungen mit einem Protagonisten, der schon ziemlich lange tot ist, für den sich schon länger keiner mehr so richtig interessiert, nämlich Alexander von Humboldt. Das, was dieser deutsche Gelehrte mit diesem völlig verkorksten Elternhaus geleistet hat, nennen sie die Erfindung der Natur. Und wir lernen staunend, dass da einer vor mehr als 200 Jahren schon im südamerikanischen Dschungel stehend die Zerstörung der Natur durch den Menschen beschrieben hat und den Klimawandel vorausahnte. Herzlich willkommen, Andrea Wulff. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Also, es gibt viel zu besprechen. Lass uns gleich rein. Zunächst aber das, was morgen da ansteht. Gleich zu Beginn an Sie beide die Frage morgen. Martin Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Ein ziemlich einmaliger Vorgang. Was wird denn da morgen rauskommen?
Also nach meiner Einschätzung nicht so viel. Es wird eine schöne Fragerunde sein, so wie man es in Deutschland pflegt, parlamentarisch ausgewogen. Wenn man es vergleicht mit Amerika, dort werden solche Leute gegrillt. Das war auch das Wort, das ich jetzt im Hinterkopf hatte. Ich sah die von mir so richtig gegrillt Grill, genau. Und da kommen so Fragen wie, haben Sie sich schon überlegt, was Sie in den nächsten 30 Jahren mitnehmen als Literatur, wenn Sie hinter Gittern sitzen? Und nicht so nette Gespräche, wie wir so morgen... Haben wir schon. Ja, wie wir so morgen erleben werden. Also, wir vermutlich so wie ein Hornberger Schießen ausgehen. Ne? Also, wie das Hornberger Schießen. Ja, glauben Sie auch, ja. Herr Doll? Also, da wird absolut. Es wird Augsburger Puppenkiste. Das wird eine reine Alibi-Veranstaltung. Die müssen was tun, ja, damit sie zeigen, dass in Deutschland und Europa jetzt auch irgendwas getan wird, nachdem die Amerikaner immer vorlegen und VW vor sich hertreiben. Und jetzt kommen sie und werden morgen mit Wattebällchen schmeißen. Der Winterkorn wird gar nichts sagen. So, und dabei ist es tatsächlich ein Krimi, der sich da vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt. Und wir schauen noch mal ganz kurz zurück auf das, was da in den letzten Monaten passiert ist. Bitte schön. The biggest car company in the world, Volkswagen, is in turmoil tonight. Una sbandata che sembra essere quella non solo di una casa automobilistica tra i più importanti al mondo. The VW emissions cheating scandal reaches every road in Britain. Volkswagen, der größte Autobauer der Welt und das vielleicht wichtigste deutsche Unternehmen. Doch im September 2015 geht es plötzlich steil bergab. Die Dieselaffäre und manipulierte Abgaswerte erschüttert die Weltmarke. Amerikanische Umweltbehörden finden heraus, in 11 Millionen Autos hat Volkswagen eine Betrugssoftware eingebaut, um bei Prüftests den Schadstoffausstoß zu verringern. Die Grenzwerte für Stickoxid sind bis zu 35-fach überschritten. Die Beweise sind erdrückend. Volkswagen gesteht den Betrug. Die VW-Aktie verliert enorm an Wert. Martin Winterkorn tritt zurück. Bitter dabei, deutsche Kunden erhalten im Abgasskandal keine Entschädigung, ganz im Gegenteil zu den US-Kunden. Ein Viertel der insgesamt 80.000 Fahrzeuge wird zurückgekauft, der Rest einfach umgerüstet. Martin Winterkorn weist bis heute jede Schuld von sich, doch jetzt gibt es belastende Dokumente. Winterkorn steht plötzlich unter Verdacht. Was wusste er schon Wochen vor Bekanntwerden des Skandals vom Schwindel mit manipulierten Dieselautos? Ja, das ist die große Frage, Herr Dudenhöfer. Und ich sagte es vorhin schon, man hat das die ganze Zeit versucht. Man hat das auch vermutet. Wir haben uns auch wir in dieser Konstellation darüber unterhalten. Und es hieß immer, da ist einer mit diesem Martin Winterkorn, der hat sich wirklich für jedes Detail interessiert. Das war ein Besessener, wenn es um seine Autos ging. Schwer zu glauben, dass der nichts wusste. Wieso hat man plötzlich Indizien in der Hand, dass er doch mehr wusste oder gewusst haben könnte? Ein Grund kommt aus Amerika. Man hat ja einen VW-Manager dort inhaftiert. Und in Amerika hat man sowas wie ein Kronzeugenrecht. Mhm. Das heißt, derjenige, der jetzt vermutlich eine große Schuld trägt, der kriegt eine sehr hohe Androhung an Strafen, aber gleichzeitig die Möglichkeit, sich exkulpieren, wieder zum Teil freizusprechen, wenn er den großen Fisch nachdem alles suchen belastet. Und das ist ein Verfahren bei den Amerikanern, das sehr hart ist. Also wir reden von einem VW-Manager namens Oliver Schmidt. Das ist jemand, der was dort genau gemacht hat in diesem Konzern, Herr Doll. Können Sie uns das sagen? Das Umweltbüro hat er geleitet. Das Umweltbüro? Ja. Interessanterweise. Ja. Ja, okay. War also in die Vorgänge zum Teil involviert. Wie viel er weiß, werden wir noch sehen. Mhm. Möglicherweise gibt es da eine ganze Reihe von Indizien, die Richtung den Vorstandsvorsitzenden weisen. Mhm. So, und was droht diesem Herrn Doll? Wie viele Jahre drohen denn im Falle einer Verurteilung? Also man spricht davon, mehr als 160 Jahre Knast können ihm drohen. Und jetzt versucht man natürlich, in Amerika so eine Brücke zu bauen. Das ist mehr als lebenslänglich. Das ist mehr als lebenslänglich, das habe ich verstanden. Ja, Eckart, ja, danke. Herr Hirschhoffen, das kommt auf die Medizin drauf an. Ja. Du könntest helfen, das zu ändern. Ja, möglicherweise. Aber regelmäßig zum Urologen. Ja, okay. Das heißt aber, die nehmen das wirklich ernst. Interessant sind ja die kleinen Details, die rund um diese Geschichte so publik werden. Dieser Oliver Schmidt ist jemand, die wussten ja, dass sie am Radar der amerikanischen Behörden sind. Und es ist ja mit Sicherheit kein Zufall, dass der amtierende VW-Vorstandsvorsitzende Matthias Müller nicht zur Autoshow nach Detroit in diesem Jahr gereist ist, weil er
damit rechnen musste, dass dort auch noch was anderes passiert. Zum Beispiel das Klicken von Handschellen. Hätte das passieren können? In Amerika ist da nichts ausgeschlossen. Aber man muss dazu sagen, dies, der Verantwortliche für die Marke VW, der war ja in Detroit. Mhm. Also es scheint eher so zu sein, dass man das alte Top-Management versuchen will, als großen Fisch nachzuweisen, dass da enorme Fehler gemacht worden sind, dass enormes Wissen vorhanden war, dass man das gedeckt hat, dass man das vertuscht hat, um wirklich die Schlüsselfiguren zu erhalten. Und das sind nicht die mittleren Manager, sondern in so einem Konzern, der so geleitet ist. Aber dieser Oliver Schmidt, über den wir gerade gesprochen haben, ist offenbar, um seinen Geburtstag zu feiern, dennoch und entgegen dem Rat seiner Anwälte nach Florida gereist und hat dann diesen Geburtstag hinter Gittern gefeiert. Das ist eine bittere Pointe in dieser ganzen Geschichte. Ich sagte eben, da dreht sich jetzt ganz viel um einen Tag im Juli 2015. Darum kreist dieser ganze Krimi, Herr Doll. Warum ist dieser Tag im Juli so wichtig? Was ist da passiert? Das ist einer der beiden Tage, um die es geht. Das ist der Juli 2015 und es gibt ein 2013. Am 27. Juli 2015 war eine Sitzung, dieser sogenannte Schadentisch. 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 Alles, was es an Problemen so in diesem weltweiten Konzern gibt, kommt in regelmäßigen Abständen auf diesen Schadentisch. Und wenn es da ein Objekt gibt, das klein genug ist, dass da drauf passt, dann liegt das da auch drauf. Die Software wird nicht drauf gelegen haben und der Motor vermutlich auch nicht. Aber das Problem ist ziemlich sicher angesprochen. Also das ist eine Einrichtung im Hause VW, ja? Ja. Ja. Und wer dorthin muss, fühlt sich in aller Regel wie bei einer Verurteilung. Denn dort werden ja Probleme besprochen. Und mit Problemen haben sie es nicht so bei Volkswagen. Das heißt, da wird man dann gefragt, was ist da los? Und dann wird gefragt, was kann man dagegen tun? Und dann sollte man nach aller Regel gute Antworten haben. Wenn du die nicht hast, hast du möglicherweise deinen Job nicht mehr so lang. Und da war an diesem 27. Juli 2015 war das ein Thema. Mhm. Da war Herr Winterkorn dabei, das ist erwiesen, und es war Herr Diess dabei. Also Herr Diess steht, glaube ich, jetzt bei den US-Behörden zurzeit eher im Fokus als Herr Müller. Ich glaube, Feigheit war das bei Matthias Müller nicht. So, da wurde der Motor angesprochen und die Software. Und jetzt ist eben die Frage, welche Schlüsse zieht man daraus? Konnte der Vorstandsvorsitzende damals schon in vollem Umfang erkennen, dass dort ein Defeat-Device, eine Abschalteinrichtung verbaut war, die illegal verbaut war und mit der man die Behörden vorsätzlich betrogen hat? Volkswagen sagt nein. Das war ihm im kompletten Umfang so damals nicht bekannt. Es gibt Kronzeugen, die sagen, doch, es war alles bekannt. Was sind Ihre Erkenntnisse, Herr Dudenhöfer, rund um diesen Tag? Das ist ein ganz entscheidender Tag in dieser ganzen Geschichte. Das ist ein ganz entscheidender Tag. Von außen ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, wie man genau die Dinge aufbereitet hat. Man muss davon ausgehen, dass sie so aufbereitet worden sind, denn so jemand wie Winterkorn, der muss wissen, welche Risiken bei solchen Dingen auf dem Spiel stehen. Dass man versucht, möglichst wenig E-Mails zu schreiben, möglichst wenig zu protokollieren, möglichst viel mündlich zu machen mit sehr stark Vertrauten, um dann sich aus der Schusslage herauszubringen. Es scheint so gewesen zu sein, dass er einen Verantwortlichen hatte, mit dem er sehr eng zusammengearbeitet hat, der für ihn auf gut Deutsch die Drecksarbeit gemacht hat, sodass er immer mit sauberen, weißen Händen durch die Gegend ging. Und jetzt kann es sein, dass durch die FBI-Ermittlungen, nicht in Deutschland, nicht die Staatsanwaltschaft in Braunschweig, die sind relativ im Vergleich zu Amerika harmlos, dass jetzt durch diese Kronzeugenregelungen mehr ans Tageslicht kommt. Und das kann für den VW-Konzern, nicht nur für Winterkorn, sehr teuer werden. Denn dann wäre der eindeutige Nachweis erbracht, dass man viel früher schon wusste, dass dramatische Verschlechterungen der Firmenergebnisse und damit der Aktien auf dem Spiel standen. Und das da reden wir im Juli öffentlich gemacht hat, dass VW wann? In welchem Monat? Das hat drei, vier Tage, nachdem die amerikanische Umweltschutzbehörde das Schreiben an VW geschickt hat, also nachdem sie im Netz stand, im September hat man dann eine sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung gemacht, also danach. Muss man machen, hat, ne, als börsennotiertes Unternehmen. Ja, aber man muss es früher machen. Genau, ne? Wenn man das vorher schon weiß, ist die entscheidende Frage. Und dann ist ja der Börsenkurs von VW. Da wurden Milliardenwerte vernichtet innerhalb kürzester Zeit. Mehr als 10 Milliarden. Mehr als 10 Milliarden. Die müssten mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch ersetzt werden. Also kostet die ganze Geschichte vermutlich, wenn das der Fall wäre, mehr als 30 Milliarden Euro.
Herr Dott, bevor wir gleich kurz über dieses System VW und im Speziellen auch über Herrn Winterkorn sprechen, vielleicht können Sie uns einmal in kurzen Worten erklären, wie kam diese ganze Affäre ins Rollen? Hatten deutsche Behörden wirklich keine Ahnung davon oder war das möglicherweise gang und gäbe und alle haben weggeguckt? Und warum sind die Amerikaner da plötzlich aufmerksam geworden und so hartnäckig hinterhergegangen, ähnlich wie wir es bei der FIFA dann ja auch gesehen haben? Also Ursprung war das Ganze, dass Volkswagen ja versucht hat, die Nummer 1 zu werden, das letztlich auch geworden ist. Mhm. Und die Nummer 1 wirst du nur, wenn du auf dem amerikanischen Markt gut dastehst. Klar. Das war VW nicht und ist es bis heute nicht. Die Autos gefallen den Amerikanern nicht. Die sind boring, die sind langweilig, die haben kein Bling-Bling, das ist nichts. Dann haben die überlegt, was haben wir, was können wir denen anbieten? German Engineering und den Diesel. Wir machen dem Amerikaner den Diesel schmackhaft. Es gibt eine gewisse Kundschaft, die ist affin für solche Themen in den USA. Mhm. Weniger Verbrauch, Umweltschutz gibt es durchaus auch. Gibt es auch, ja, absolut. Ja, und dann haben die eben einen Motor angefangen zu konstruieren. Und dann waren die Vorgabe, das muss schnell gehen und der muss billig sein und der muss in die Autos reinpassen und der muss absolut sauber sein. Und dann, wenn irgendwelche Ingenieure gesagt haben, das geht nicht, in der Zeit geht das nicht. Und dann haben die in Wolfsburg gesagt, oh doch, das geht. Und wie es macht, ist uns egal. Denke ich mal. Unterstelle ich jetzt. Ja, also, frage ich. Ich denke gar nicht, dass da was angeordnet wurde. Ihr nehmt jetzt eine Software, das hat weder ein Winterkorn noch sonst einer nötig. Ganz einfach in so einem Konzern. Da gibt es einen Führungskreis, eine Vorstandssitzung und dann berichten die Ingenieure, was machbar ist. Mhm. Und dann sagt man denen, wenn die Kosten zu hoch sind, geht bitte nach Hause und prüft es nochmal. Und wenn die gleichen Kosten wieder auf den Tisch kommen, dann kann man sich ausmalen, was mit dem Ingenieur passiert. Also es gibt, ohne es gibt was eine zu Szene, sagen, macht man Druck auf die Leute, dass die Gesetze... Es gibt eine Szene, die ein bisschen erklärt, wie sowas möglicherweise abgelaufen ist, von der IAA. Und da sieht man Martin Winterkorn in einem Auto sitzen, das allerdings kein VW ist, sondern ein japanisches Produkt. Und schauen Sie mal, was dann passiert. Kennen Sie diese Szene? Ja, klar. Hyundai. Hyundai. Ja. Die Hyundai. Was erzählt Ihnen diese Szene? Sie sagt dann zweierlei. Also erstens, wir wissen bis heute nicht, ob das durchgestochen wurde und aus Versehen in die Öffentlichkeit geriet oder ob hier ein gewisses Bild entstehen sollte. Kann uns doch keiner erzählen, dass Herr Winterkorn nicht 20 Hyundais geordert hat und sich das in aller Ruhe zu Hause anschaut, anstatt sich vor die Weltöffentlichkeit zu stellen und sagen, der VW-Konzern ist dümmer als die Koreaner. Also das glaube ich jetzt nun nicht. Da wird ein Bild aufgebaut, der Kümmerer, der harte Manager, der an allem dran ist, der guckt sich sogar das Lenkrad und das Ding da oben an. Was für ein Gott. So glaube ich, wird eher was draus. Das Zweite ist, wir hatten ja mal eine Lösung, aber die war teurer. Teuer, genau. Und das ist das Problem der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, die haben für alles eine Lösung. Das Problem ist nur, dass du bei Volkswagen in den Vereinigten Staaten, wo die Autos billig sein müssen, weil die Amis einfach billige Autos wollen, da kommst du mit deinen teuren Lösungen nicht weiter. Das kannst du als Daimler machen oder als BMW. Die Leute zahlen das problemlos. Aber nicht bei einem VW-Sedan, der einfach billig sein muss. Das war das Problem. Die andere Geschichte ist ja dann die Frage, Herr Doll, des Umgangs mit einer solchen Affäre. Stimmt es, dass man sich überlegt hat, okay, wenn das jetzt so langsam in Amerika ruchbar wird, die finden das jetzt langsam raus, war eine kleine Universität letzten Endes, die das dann rausgefunden hat und die sich Virginia, daran... In Virginia, die sich daran verbissen haben. Da könnte man doch sagen, pass auf, wir machen uns jetzt einmal ehrlich. Wir lassen die Hose runter und sagen, ja, es ist so. Dann könnte man doch im Zweifel größeren Schaden abwenden. Ist eine Strategie. Man hat ganz offensichtlich eine andere gewählt, weil man lange gedacht hat, man kommt damit durch. Der Punkt ist der, du kannst bis heute diese Manipulierung der Software nicht nachweisen.
Das kann man bis heute nicht. Ja, also wahrscheinlich kann man es mit einem Aufwand, der in keinem Verhältnis steht. Sie brauchen die Software und dann können Sie schauen, wie die funktioniert. Aber kann man die nicht auftreiben oder rutscht die keiner raus? Das sind unendlich viele Zeichen und das ist zu aufwendig. Aber du hast ja jetzt das Geständnis. Das war den Amerikanern wichtig, du hast das Geständnis. Mhm. Das heißt, das mit dieser Software nachzuweisen, ist sehr, sehr schwierig. Der andere Punkt ist, man hat lange gedacht, man fliegt nicht auf, weil die Amerikaner ein anderes Zulassungssystem haben wie wir hier. Bei uns wird alles zertifiziert. Jedes Schräubchen, das ich irgendwo reindrehe, da hat irgendeine Behörde ihr Go drauf gemacht. In Amerika ist es so, da zertifizieren sich die Autobauer selbst und die Behörden machen Stichproben und du hast echt gute Chancen, lang durchzukommen. Und wenn sie dich dann haben... Und wenn du dann nicht gleich sagst, du bist schuldig, hebst die Hand, das ist ja ganz wichtig, Schuld und Sühne in den Vereinigten Staaten, ne? Guilty, ich mache alles gut, das haben sie nicht gemacht. Ich habe die EPA-Leute in diesem zentralen Labor in Ann Arbor getroffen, die haben gesagt, die haben uns in unsere... EPA ist die amerikanische Umweltbehörde, ne? Ja, dort ist dieses Abgaszentrum und, genau. die haben mir erzählt, die haben uns in unserer Ehre getroffen, die haben gedacht, die können uns verarschen. Aber die Deutschen haben gedacht, sie können uns verarschen. Ja, die Volkswagen-Leute haben gedacht, sie können uns vorführen. Jetzt ist das so, dass sie nicht welche wie beim Bundesumweltamt so, sondern das ist eine Spitzenbehörde, die können die besten Wissenschaftler der ganzen Vereinigten Staaten sich kaufen. Aber was heißt das denn, dass unsere Umweltbehörde da nicht so genau hinguckt? Ja, oder was gerade das Bundesamt, die haben Tomaten auf den Augen, entweder bewusst oder unbewusst. Man hat diese Behörden so gelassen, dass sie das überhaupt nicht kontrollieren können. Also die können zwar Kfz-Briefe ausstellen, aber die können nicht überprüfen, ob Fahrzeuge bestimmte Abgaswerte einhalten oder nicht. Das geben sie dann den TÜVs oder den DEKRAs und die prüfen dann und dann kriegen sie ein Papier und das heften die dann ab. In Amerika ist es umgekehrt. Dort sind die Behörden drauf trainiert, genau zu prüfen, exakt zu prüfen. Und in Deutschland hat man so ein bisschen Verdacht oder das Gefühl, man prüft so, dass man der Industrie vielleicht nicht unbedingt ganz so wehtut. In Amerika ist das nicht vorhanden. Das ist ein knallhartes Produkthaftungsrecht. Und wenn man da das Gefühl hat, die Amerikaner, wir haben eine Lüge gefunden, da ist betrogen worden, dann setzt man ganz hart hinterher. Das unterscheidet Deutschland von Amerika. Mhm. Die haben ganz andere Möglichkeiten und diese Notice of Violation, wenn sie dir ankündigen, du hast was falsch gemacht, davor haben sie alle furchtbare Angst. Mhm. Die können alles mit dir machen. Die legen dir die ganze Flotte lahm und sagen, wir lassen gar nichts mehr zu und alles, was hier rumfährt, ist illegal. Mhm. Und damit wollte ich jetzt nicht unsere Behörden schlecht machen, sondern ich wollte sagen, die haben bei uns gar nicht die rechtlichen Möglichkeiten, so durchzugreifen wie den Vereinigten. Ja, aber das ist ja ein interessanter Punkt, über den man in dem Zusammenhang mal reden muss. Beim Medizinrecht, bei den Produkten sehr ähnlich. Da gab es auch zig Skandale, dass die Brustimplantate nicht sicher waren. Und es passiert in Europa, in Deutschland sehr wenig. Was mich an der Situation sehr wurmt als Arzt, ist, man redet über Kosten, man redet über Milliarden und Aktien und über Technik und Software. Es geht um Menschenleben. Ja. Es geht darum, dass Feinstaub und die Abgase Menschen nicht nur gefährden, sondern auch töten. Mhm. Es sterben in Deutschland 10-mal mehr Menschen durch Schadstoffe in der Luft als im Autoverkehr selber. Das heißt, wir reden nicht über Kavaliersdelikte und Peanuts. Wir reden darüber, dass wir auch hier in Deutschland massiv Menschenleben gefährdet haben. Und dafür müssen wir auch gerade stehen. Das ist aber ja etwas, um das einfach auch mal allgemeiner zu fassen, Herr Liebenwürfer. Ich meine, es entsteht hier immer so der Eindruck, dass VW für fürchterlich schmutzige Motoren baut und das alles nicht hinkriegt. Das betrifft ja letzten Endes alle. Trifft alle. Ja. Denn man hat jetzt wirklich in 50 Fahrzeugmodellen, die man beim Kraftfahrtbundesamt hat untersuchen lassen, aber auch bei Verbraucherzeitschriften getestet, dass eigentlich alle deutlich über den Grenzwerten liegen, wenn man sie im normalen Fahrbetrieb fährt. Das über den Grenzwerten liegen, das geht bis zum 15- und 16-fachen. Also es sind richtig Stickoxidschleudern, die durch unsere Städte fahren. Vor 2 Tagen ist in Oslo Fahrverbot für Diesel erlassen worden. Mhm. Ein Tag später war die Luft wieder klar, konnte man die wieder fahren lassen. Also in Peking wird ja sowas auch gemacht. Die Stickoxid, ne? Deshalb Stuttgart auch. Stuttgart auch, ja, genau. So weit müssen wir gar nicht schauen, das betrifft uns alle auch hier. Aber die überhöhten Werte sind das eine. Das andere ist, dass man ja jetzt im Fall von Fiat Chrysler laut Bundesverkehrsministerium einen eindeutigen Beleg dafür hat, dass auch die diese illegalen Abschalteinrichtungen verwendet haben. Da hat sich ja die Abgasreinigung nach 22 Sekunden schaltet die sich ab. Die sich ab. Und dann wird ungefiltertes Zeug rausgejagt. Und sie können ihnen nichts tun. Sie können ihnen noch nicht mal die Zulassung entziehen in Deutschland. Der italienische Verkehrsminister hat es geprüft und hat gesagt,
ich weiß nicht, was ihr wollt, ist alles in Ordnung. Sind in Italien zugelassen, sind Fiat, sagen die Italiener. Tutto bene, alles gut, interessiert uns nicht. Ja, alle haben irgendwie so eine Angst vor der Automobilindustrie. Gut, weil es natürlich um Arbeitsplätze geht, es geht um Jobs. Aber unter uns, die Automobilindustrie ist nicht die größte in Deutschland. Der größte Arbeitgeber ist der Gesundheitsbereich. Automobilindustrie ist zynisch betrachtet ein Zulieferer für den Gesundheitsbereich. Ja, eine ganz schön, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Sollten wir mal eine neue Sendung drüber machen. Ja, das ärgert mich. Das ist absolut. Es ist nicht nur ärgerlich, es ist eine Riesensauerei, dass man so auf die Art und Weise den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Wir haben vorhin über Herrn Winterkorn auch kurz gesprochen, diese Szene auch gesehen. Wie würden Sie den beschreiben? Was ist das für ein Typ-Manager? Ich glaube, das ist jemand, der isoliert in einer Welt lebt, die sich nur um ihn dreht. Genauso wie Herr Piëch in einer Welt gelebt hat, die sich nur um ihn dreht. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Gefühle hat für anderen Menschen, wenn man diese Abfindungen kriegt, die er jetzt bezahlt gekriegt hat. Aber die Frage ist natürlich, warum bezahlt ein Konzern, an dem übrigens auch der Steuerzahler, nämlich das Land Niedersachsen, beteiligt ist, warum bezahlt er jemandem weit über sein Ausscheiden aus diesem Unternehmen hinaus eine Unsumme von Geld? Ich meine, selbst Pep Guardiola kriegt das nicht bei Bayern. Wenn der raus ist, ist er raus. Gibt es eine Abfindung und dann war's das. Das ist bei VW anders. Und das Frivole oder Brikante daran ist, dass diesen Vertrag mit Winterkorn, den macht ja der Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat setzt sich zu 70% zusammen aus Arbeitnehmern, also IG Metall und Osterloh, der Betriebsratsvorsitzende, und das Land Niedersachsen. Also der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und die Vertretung der Mitarbeiter haben Winterkorn diesen Vertrag gegeben. Also entweder sind sie dumm und schaffen es nicht, ihre Verträge richtig zu lesen, oder sie sind von allen guten Geistern verlassen und machen Dinge, die kein Mensch mehr versteht. Mhm. Herr Doll, wie wird das ausgehen? Es gibt ja eine Kanzlei, die im Auftrag von Volkswagen ermittelt. Könnten die deutschen Behörden mit den Amerikanern besser zusammenarbeiten, könnte es eng werden, weil es ja Kronzeugen gibt in den USA. Und der Mann, den Sie vorhin ansprachen, Oliver Schmidt, sitzt jetzt in einem Gefängnis. Und ich weiß nicht, Detroit ist schon als freier Mann eine Stadt, die einem Angst machen kann im Winter. Ich weiß nicht, wie der sitzt in Detroit Zustand. Im Gefängnis? Ja, ich glaube, die haben ihn jetzt überstellt da oben hin. Mhm. Das ist echt ein hartes Pflaster. Aus dem warmen Florida nach Detroit, ja. Ja, genau. Mhm. Ne? Wo jetzt irgendwelche Schneestürme niedergehen. Und ich glaube, da erzählst du nach einer gewissen Zeit alles. Die sagen dir 169 Jahre oder du packst aus. Und wenn die noch mehr Kronzeugen finden, die nachweisen können oder gute Belege dafür haben, dass Winterkorn frühzeitig informiert worden war, dann könnte es eng für ihn werden, sofern die deutschen und amerikanischen Behörden zusammenarbeiten. Denn Deutschland liefert ja nicht aus. Mhm. Ne? Also wird keiner ihn an den Flughafen Frankfurt bringen und dann nach New York. Und das wird es nicht geben. So, aber das findet nicht statt. Die US-Behörden schauen erst mal, dass sie ihrs in trockenen Tüchern bringen. Und diese ganzen Bündel von Unterlagen, Millionen von Dokumenten, liegen alle in den USA. Und die Deutschen können nicht reingucken. Und was die deutschen Ermittlungen ergeben, ich habe es vorhin schon gesagt, glaube ich, passiert nicht so viel. Kaffeegrenzchen. Ja. Kaffeekern, Sie sind da wenig optimistisch, merkt das schon. Ja. Danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Wir werden diesen Fall weiter verfolgen. Das war wirklich spannend, ein Krimi aus der Wirtschaft. Und leider muss man sagen, findet all das auf dem Rücken hunderttausender VW-Mitarbeiter statt, die Tag für Tag großartige Arbeit machen, tolle Autos bauen und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das muss man an dem Punkt immer dazu sagen. Eckart von Hirschhausen ist unser Gast. Eckart, schön, dass du heute da bist, dass wir uns mal wieder sehen nach langer Zeit. Bist ein gefeierter, gefragter Mann. Viele haben dich auf der Bühne gesehen. Das ist ein Erlebnis, hab das vorhin schon gesagt. Dieser Titel, Wunder wirken Wunder, wie Medizin und Magie uns heilen. Bist du jetzt Esoteriker? Nein, gar nicht. Es ist ein sehr persönliches Buch, wo ich reingepackt habe, alles, was ich wichtig finde, was Menschen wissen sollten, wie man sich in einem sehr verworrenen Gesundheitswesen zurechtfinden kann, wie man das Beste aus Schul- und Alternativmedizin kombiniert und was man vor allen Dingen auch selber zu seiner eigenen Gesundheit beitragen kann. Und ich werde da auch manchmal deutlich, wenn wir eben gerade gehört haben, wie viel ökonomischer Druck und Kosten
die Werte verletzt, dann ist genau das gleiche im Gesundheitswesen auch der Fall. Was du gerade über die Mitarbeiter gesagt hast, gilt 1:1 für die Pflegekräfte. Ja. Wir haben so heute schon Geld. 50.000 Pflegekräfte zu wenig. Wir haben in 10 Jahren 1,5 Millionen mehr Menschen, die gepflegt werden müssen. Das heißt, ich werde, obwohl ich ja als Komiker angefangen habe, in dem Buch auch zwischenzeitlich ernsthaft und schreibe auch Kapitel wie rettet das Gesundheitswesen, aber nicht dieses. Also möglicherweise ein anderes. Aber interessant ist der Zugang. Es gibt ja, hat man in Deutschland immer das Gefühl, es gibt diese zwei Lager. Ja? So ist es doch irgendwie aufgeteilt. Da gibt es auf der einen Seite so die esoterischen Spinner, ja, die an alles glauben und dann wird gependelt und dann hast du irgendwann eine Weizenunverträglichkeit und dann ist die Sache im Lot. Hilfe im Darm. Hefe im Darm zum Beispiel. Ja, auch wichtige Diagnose. Ja, solche Dinge. Nein, es kommt und auf der anderen Seite die Anhänger der klassischen Schulmedizin, ne? Ja, ich kann beide Seiten gut verstehen. Deswegen glaube ich, ist auch Wunder wirken Wunder ein versöhnliches Buch. Weil es gab immer Bücher, die eine Seite sozusagen propagiert und viele von der anderen. Und ich verstehe ja den Frust der Menschen. Ja? Man wartet über Wochen auf einen Termin, wartet dann Stunden im Wartezimmer. Endlich bist du dran. Dann sagst du, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Sagt er, drücken Sie nicht, der Nächste. Und ein Kassenarzt hat in Deutschland im Schnitt 6 Minuten pro Patient. Wäre ich Kassenarzt, wäre jetzt das Gespräch schon zu Ende. Da wärst du unbefriedigt und die Zuschauer auch. Ja. Und deswegen wandern so viele ab in einen Bereich, der eben von grau bis schwarz bis völlig unkontrolliert ist. Ja. Teilweise auch echte Schindluder, was da getrieben wird. Echt gefährlich, das sage ich auch so. Gerade im Bereich der Krebsmedizin gibt es unglaublich viel Unsinn. Ja. Und gefährliche Sachen. Mhm. Aber man muss auch ein bisschen wissen, was man will. Also wenn man Gemüse will, geht man nicht zum Metzger. Und wenn man reden will, besser nicht zum Röntgenarzt. Also Radiologen kommen mit 2 Sätzen über 40 Berufsjahre, aber nicht tief einatmen, nicht atmen. Wer weiteratmen sagt, ist Internist. Das ist eine ganz andere Gruppe. Und deswegen versuche ich auch ein bisschen die Leser auch zu packen, zu sagen, Mensch, ihr habt selber viel mehr in der Hand, als euch oft bewusst ist. Und dass diese Ermutigung ankommt und dass es seit Erscheinen auf Platz 1 ist, macht mich wirklich sehr stolz und sehr froh, weil eben es nicht nur ein heiteres Buch ist. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist eben so eine Verbindung, ein Brückenschlag, wenn man so will. Ja. Und eigentlich plädierst du sozusagen so ein bisschen für, ja, ich habe vorhin gesagt, Magier und Schamanen und all die Dinge, die mir sehr sympathisch sind. Ich habe in der Mongolei mal einen Schamanen getroffen, der hat die ersten Sachen gemacht, Ziegen geschächtet und so weiter. Und als ich ihn fragte, was er denn sonst so im Leben macht, sagte er, er sei Automechaniker in Ulaanbaatar. Also der hat dort in der Hauptstadt einfach Autos repariert. Aber sonst war der Schamane und der konnte Dinge, die andere Leute nicht konnten. Fand das erst Hokuspokus und dann habe ich aber gesehen, dass Menschen an den geglaubt haben und dass die mit einem freudestrahlenden Lächeln da wieder aus diesem Behandlungszimmer rausgingen und fand das irgendwie interessant. War das bei dir auch so ein auslösendes Moment, dass man selber als Patient irgendwann mal da sitzt und merkt, oh, da gibt es auch noch eine andere Seite zu dieser ganzen Geschichte, zu dieser klassischen Schulmedizin? Also bei der Augenmerk, den ich auf diesen Glaubenskrieg zwischen Schul- und Alternativmedizin werfe, hat, glaube ich, ungewöhnliche neue Dimension. Nämlich, ich bin ja jahrelang als Zauberkünstler unterwegs gewesen. Mhm. Und du hast ja mein Bühnenprogramm auch gesehen. Ich zauber da auch, ich zeige, wie man relativ schnell Menschen täuschen kann. Und wie gleichzeitig eben dieses Staunen und, oder das ist ein Foto, wie ich angefangen habe, als Magical Entertainer. Das bist du? Ja, ja. Im Ernst jetzt. Das ist schon ein paar Jährchen her. Siehst du aus wie der Facebook-Chef, wie Mark Zuckerberg siehst du da ein bisschen aus, mit längeren Haaren. Das war ungefähr auch das Alter. Ja. Aber ich habe tatsächlich durch die Möglichkeit, mich so viel mit der Psychologie von Täuschung zu beschäftigen, auch einen großen Respekt davor bekommen, welche Kräfte man in Menschen freisetzt, wenn man sie dazu anhält, wieder an etwas zu glauben, an sich. Ja. Das nennt die Medizin eben den Placebo-Effekt. Und das wird oft missverstanden als eine Täuschung des Patienten, indem man ihm Scheinmedikamente gibt. Der Kern ist aber eigentlich das, was wir Christen auch Glaube, Liebe, Hoffnung nennen. Das heißt, wenn ich dir eine Tablette gebe und du hast Kopfschmerzen und ich sage dir, das wird dir gut tun und da ist gar kein Wirkstoff drin, ist die Chance hoch, dass es dir trotzdem gut tut, weil ich mich um dich gekümmert habe, weil ich sozusagen in dir Hoffnung geweckt habe, weil du an das Medikament glaubst. Und der große Irrtum der akademischen Medizin war, die Wirkstoffe nur in der Tablette zu suchen, statt in der Beziehung. Und deswegen mache ich heute eben auch, schreibe ich nicht nur Bücher, ich gehe in Universitäten, ich versuche den Medizinern der nächsten Generation klarzumachen, ihr seid Teil des Medikaments. Ja. Das, was ihr zu einem Medikament sagt, ist 30-40% der Wirkung. Ihr könnt das
gut machen und ihr könnt ganz viel auch bei den Patienten zerstören. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir die Ausbildung in gleichen Teilen in Biochemie und Pharmakologie machen, genauso wie in Gesprächsführung, in Kommunikation, in Beziehungsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung. Und das kommt im Moment viel zu kurz. Und deswegen versuche ich auch, die Medizin sozusagen wieder daran zu erinnern, ihr seid Teil von etwas Magischem, nutzt es. Du verwendest da ein Bild, das ich schön fand, nämlich das Bild. Das ist auch für Sie interessant, Herr Wittkamp. Du fragst an einer Stelle, wenn dein Körper ein Gebrauchtwagen wäre. Ja. Ich sage immer, stellen Sie sich vor, Ihr Körper wäre ein Gebrauchtwagen, würden Sie ihn kaufen? Ja. Und dann kann man hier im Publikum auch sehen, da gehen sofort irgendwie das Rattern da oben los. Die Frauen denken eher so an äußere Mängel oder an Problemzöhnchen. Und die Männer denken ganz praktisch, was würde ich beim Wiederverkauf von mir aus nicht erwähnen? Und Schadstoffausstoß. Schadstoffausstoß. Ja. Und Raucherlunge. Da versuche ich halt dran zu erinnern, hey, unser Körper ist ein Wunderwerk, geht achtsamer damit um. Ja? Ja. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln, aber jeder Zuschauer ist in der Lage, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen. Ist das nichts? Ja. Also, Wunder wirken Wunder. Ja, absolut. Aber ich meine, das Bild ist natürlich schon schön, wenn man das mal zu Ende denkt. Was bedeutet denn dieses Bild vom Gebrauchtwagen für dich? Also würdest du jetzt dein Auto zum Heilpraktiker bringen, ist eine dieser Fragen. Ich hatte mal einen platten Reifen und dachte, jetzt probier mal eine alternative Behandlung dafür aus. Ich habe den Abend da hingeschoben, der hat sich total Zeit genommen, der hat mir zugehört, hat sich das Auto angeschaut und sagt, ja klar, ich könnte den platten Reifen auswechseln. Aber das wären nur Symptome behandeln. Ja, wäre schon zufrieden. Er spürte, der Wagen ist nicht im Gleichgewicht. Und dann hatte er erstmal die drei anderen Reifen behandelt mit Akupunktur. Bis der Wagen wieder ganz im Gleichgewicht war. Also. Sehr schön. Aber im Ernst jetzt? Gibt es? Nein, das ist ja. Nein, das ist Quatsch, das habe ich mir ausgedacht. Das ist natürlich das Quatsch. Ich dachte, diese Analogie ist, warum gehen wir mit unseren Autos in der Regel vorsichtiger um als mit unseren Körpern? Mhm. Weißt du, vor jedem Autokauf informierst du dich ganz detailliert bei jedem Handyvertrag. Und wenn es um eine Operation geht, die dich selber massiv sozusagen auch schädigen kann, sind wir relativ salopp. Und deswegen gebe ich auch den Menschen im Buch 5 Fragen an die Hand, um zu sagen, vor jedem großen Eingriff traut euch, Dinge zu klären. Um was herauszufinden, ob das ein guter Arzt ist oder nicht? Um zu gucken, ob das überhaupt notwendig ist. Ja. Denn ähnlich wie in der Automobilindustrie hat die Ökonomie die Medizin fest im Würgegriff. Mhm. Und das dreht die Ethik der Medizin auf den Kopf. Das heißt, der Arzt ist nicht mehr Anwalt des Patienten, sondern kriegt plötzlich vom Verwaltungschef gesagt, von welchen Operationen, weil sie gut bezahlt sind, er mehr bitte in diesem Monat noch machen muss. Genau. Und das ist total Transplantationen, ne, zum Beispiel. Ja, aber Thema, jeder, der bei 3 nicht auf dem Baum ist, kriegt ein neues Knie und neue Hüfte eingehämmert. Und der Beweis, dass er die braucht, liegt vor, er war bei 3 nicht auf dem Baum. Ja? Bewegungseingeschränkt. Ja. Und deswegen sage ich, traut euch 5 Fragen welche zu stellen. Sind die? Welche sind Frage das? Nummer 1, wo ist der Nutzen? Und manchmal muss man dazu sagen, der Nutzen für mich als Patient. Ja, genau. Ich bin nicht für den Arzt, ja. Frage Nummer 2, was ist der Schaden? Ja, was ist das Risiko? Wie oft geht das schief? Was sind die Nebenwirkungen? Frage Nummer 3, wo ist der Beweis? Ist das jetzt Leitlinie der Fachgesellschaft oder ist das Ihr privates Hobby? Operieren Sie einfach gerne. Frage Nummer 4, was passiert, wenn wir abwarten und beobachten? Das spielt auch in der Urologie eine große Rolle, kommen wir gleich drauf. Das ist richtig. Und Frage Nummer 5, und das ist die wichtigste, dem Gegenüber direkt in die Augen zu schauen und zu sagen, würden Sie das, was Sie mir gerade empfehlen, selber auch machen? Würden Sie das an Ihrer Mutter, an Ihren Kindern, an Ihrem Partner auch durchführen? Und das mit der Mutter kann der Urologe nicht fragen, aber alles andere kann man natürlich mal machen. Ja. Aber dann wenn muss dann man ein Ja kommt, dann würde ich vertrauen. Und wenn so ein Kommentar kommt, haben Sie das auch von dem Hirschhausen, dann würde ich eine zweite Meinung holen. Es ist Ihr Recht, es ist Ihr Körper mit 5 Fragen zu einer kleinen Revolution. Machst du das auch? Ja. Aber jetzt, wir können ja offen drüber reden, Eckart. Ich meine, so in unserem Alter jetzt, ja. Ja, wie alt bist du jetzt, Eckart? Ich werde dieses Jahr 50. Du bist 50, das ist ja sagenhaft. Alles potenzielle Kundschaft. Ja. Freut sich schon. Beim Urologen bekommt das Wort vorbeugen so eine ganz konkrete Bedeutung. Beugen sich mal vor. Vorbeugende Maßnahmen hier und nichts anderes. So, das heißt, ich habe neulich gelesen. In Hamburg heißt das die große Hafenrundfahrt, oder? Ja. Die kleine geht aber auch. Was ist der medizinische Fachbegriff für die große Hafenrundfahrt? DRU oder Digital-Rektale-Untersuchung.
Einfach einmal, letztens hatte ich einen Patienten, der meinte, wird jetzt mal unangenehm. Und er so, ja, tut ein bisschen weh. Ja, wie denn? Ja, als ob man einen Finger im Arsch hätte. Ja, also es ist einfach, es ist nicht angenehm, aber es ist ja, für beide Seiten übrigens. Ja. Aber es ist auch schnell vorbei. Augen auf bei der Berufswahl, sagen wir. Und Sie sagten gerade, bei der Geschlechtswahl auch. Auch. Sie sagten, es gibt auch die Kleinhafenrundfahrt? Ich habe das fürs Buch, habe ich es recherchiert. Mit Kleinen Finger. Wo dieser, das ist dann für die Kassenpatienten. Ja, ich habe so zynisch sind Ärzte. Nein, ne? Doch. Ich habe fürs Buch versucht zu recherchieren, wo das herkommt, diese Hafenrundfahrt. Ich habe es nicht rausbekommen. Wenn irgendein Zuschauer das weiß, wo das herkommt, bitte gerne melden. Ich bin mir sicher, dass wir hier in der richtigen Stadt sind, um das herauszufinden. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, also, wo waren wir stehen geblieben? Du gehst zum Abpass. Genau, ich habe neulich gelesen, mit 47 werden mittlerweile Kniegelenke verbaut. Das ist doch Wahnsinn. Bei dir auch? Ja, ich habe eine Meniskusoperation. Auf der einen Seite, die rechte Seite ist die Kontrollgruppe. Und in dem Buch beschreibe ich auch sozusagen meine Odyssee, weil sich natürlich in dem Moment, wo du selber was hast, die Perspektive total ändert. Dann bist du plötzlich Patient und ging zum ersten Orthopäden. Er sagte, was erwarten Sie, ist eine Alterserscheinung? Ja. Ich sagte, wie bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Er sagte, das ist auch eine Alterserscheinung. War ich nach zwei Sätzen schon auf 180. Und dann habe ich eben selber auch so einen alternativen Orthopäden aufgesucht, der ungelogen im 21. Jahrhundert einen Tropfen Blut auf ein Filterpapier nahm und über mein Blut gependelt hat und mir gesagt, ich würde Milchzucker nicht vertragen, das würde alles miteinander zusammenhängen. Also ich habe wirklich... Dein kaputtes Knie liegt an einer Laktoseintoleranz, oder was? Ja, der Darm ist gereizt, zieht sich zusammen, zieht über das mesenterale Bindegewebe an der Bauchrückseite, dahinter liegen lange Rückenstreckungen. Die sind in der myofaszialen Einheit, mit den Hüftbeugern und Kniestreckern. Und weil der Darm in der Embryonalentwicklung gedreht ist, hat es links weh. Ja. Ich war froh, dass er nicht sagt, ich verstehe das. Ja. Aber der erste Orthopäde hatte noch gesagt, ich sagte, ja, mal ganz ehrlich, was soll ich denn tun? Er sagte, abnehmen, mehr bewegen. Und dann dachte ich, dafür muss man nicht studiert haben. Also dann bin ich eben zu den anderen. Hol ich mir doch mal eine andere Meinung ein. Ja, bevor man so radikale Dinge tut, hol dir eine zweite Meinung. Und im Nachhinein hätte das wahrscheinlich gereicht. Also Muskeln aufbauen um die Knie herum und Körpergewicht verlieren ist eine gute Strategie. Und, hast du abgenommen eigentlich? Ja, ich habe. Du hast abgenommen? Merkst, ich sehe es ja sofort. Ja. Jetzt, wo du sagst. Ich will noch mehr. Wie viel? Also 8 Kilo inzwischen und ich will noch mehr. Und, wie hast du es gemacht? Wenn ich fies wäre, würde ich sagen, steht im Buch. Aber nein, es ist ganz einfach, es ist dieses Intervallfasten. Also diese Grundidee, gibt der Stoffwechsel mal Zeit, Pause zu machen. Insbesondere der Bauchspeicheldrüse, die ja sonst bei jedem Zucker immer Insulin ausschüttet. Also 12, 14 Stunden Pause geht relativ einfach. Man kann sich dran gewöhnen, eben Abendessen weglassen oder Frühstück weglassen. Boah, kann ich mir nicht dran gewöhnen. Doch, das geht. Ja? Ja, und der Körper ist wunderbar. Früher im Neandertal gab es auch nicht immer 12 Uhr mittags das Essen auf dem Tisch. Das sage ich immer. Ich bin froh, dass ich heute hier wohne und nicht im Neandertal. Ja, ich esse wahnsinnig gerne. Du hast aber auch nicht das Problem. Ja, und gut, ich bewege mich viel. Ja, aber die Deutschen könnte nicht auf Essen verzichten. Unmöglich. Man soll ja nicht auf Dauer verzichten. Ich kann nicht kochen, aber ich kann sehr gut essen. Ja. Nein, aber gerade in diesem Bereich Ernährung gibt es so viel Unsinn. Die Leute sind so verunsichert. Ja. Und die einfachste Regel heißt einfach, hör auf deinen Körper, ist das, was dir schmeckt. Und bevor du dir etwas in den Mund schiebst, frag dich nur, möchte ich daraus bestehen? Weil du hast ja intuitiv ein Gefühl, tut mir das gut oder nicht? Und ich versuche eben auch... Das ist so eine Frage, die kann man im Dschungelcamp mal stellen. Aber ich finde sonst so im Alltag, finde ich... Oder? Das sind hochwertige Proteine. Absolut. Nein, also ich versuche wirklich ein paar Tipps zu geben. Also einfache Dinge, zum Beispiel mehr bewegen hat sich jeder für dieses Jahr vorgenommen. Ja. Und dann sagen, ja, dafür habe ich keine Zeit. Dann sage ich, gucken Sie mal auf Ihre Mobilfunkrechnung, wie viele Minuten da dran zusammenkommen, über einen Monat. Sag ich, wussten Sie, dass die Dinger gar keine Schnur haben? Also die sind ja mobil, das heißt, man kann auch beim Telefonieren gehen. Und ich habe mir das angewöhnt, bei längeren Telefonaten einfach einmal um den Block, einmal ein bisschen vor die Tür. Ja. Und da kommst du auf deine halbe Stunde jeden Tag. Und das ist einfach umzusetzen. Du musst nicht ins Fitnessstudio. Diese kleinen
Veränderungen in einem Lebenswandel haben unterm Strich eine riesen Auswirkung auf die Lebenserwartung bis zu 14 Jahren. Bis zu 14 Jahren? Ja. Also der sicherste Weg, sein Leben zu verlängern, ist, alles wegzulassen, was es verkürzt. Geht es ja. Das schreibe ich eben auch in dem Kapitel 3 kleine Wunder täglich, ja. Was wir mit kleinen Bewegungen, mit ein bisschen weniger Essen, mit all dem, was uns Freude macht, wie wichtig Musik ist, wie wichtig Singen ist, wie wichtig... Musik wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das so viel auslöst, dass Menschen riesig. Auch die ja, wirklich... Aber es ist eben nicht in eine Tablette zu pressen und deswegen... Und auch, dass wir alle tanzen können, habe ich in deinem Buch gelernt. Ja, tanzen ist der beste Schutz gegen Alzheimer und es gibt nichts Besseres, aber... aber ich kann nicht tanzen, das ist das Problem. Das macht nichts. Mach irgendeine koordinierte Bewegung zur Musik, du musst es ja nicht öffentlich tun. Ist das dann schon tanzen, ja? Ist das dann schon... Für dein Gehirn schon. Für mein Gehirn, ja. Aber okay, nicht in der Öffentlichkeit. Nicht in der, lieber nicht. Ich habe das für Hirschhausen Quiz des Menschen wirklich gemacht. Ich habe mich in MRT gelegt, habe 10 Tanzstunden genommen mit meiner Frau und danach nochmal ins MRT. Da siehst du, da oben fangen die Nervenzellen an, sich neu zu verbinden. Und das ist irre. Und deswegen sage ich, Sitzen ist das neue Rauchen. Und Fernsehen ist leider nicht so die gesündeste Abendbeschäftigung. Ja. Also nach der Sendung nochmal kurz aus dem Sofa aufstehen, einmal im Block laufen, dann schläft man auch besser. Ja. Und es sind diese kleinen Veränderungen im Alltag, die einen Riesenhebel haben. Und da muss man nicht immer fragen, zahlt das die Kasse, sondern tu es, weil es dir gut tut. Super. Also das heißt, tanzen, lernen. Guter Hinweis, Eckart. Danke dir sehr herzlich. Ganz tolles Buch. Sehr, sehr umfangreich, aber sehr, sehr, sehr unterhaltsam, Herr Wittkamp. Ich habe vorhin gesagt, oder Sie zitiert und habe gesagt, wenn Sie auf einer Party erzählen, dass Sie Arzt sind, sind Sie normalerweise der totale Burner, wie man heute sagt. Wenn dann das Fachgebiet fällt, nämlich Urologie, sind die Frauen, die Sie da gerade so beeindruckt haben, meistens weg. Ja, leider. Also das ist... es fehlen nur so zwei... Ist das wirklich so schlimm, ja? Ja, also zwei Buchstaben mehr und man wäre Neurologe. Ja. Das wäre dann auch schon mal viel besser. Aber total. Urologe ist wirklich, dann drehen sich weg. Und manche haben Angst, ja, also so ein bisschen Respekt und untersucht er mich gleich. Manche wollen aber auch so ein paar lustige Sachen noch hören. Was, ja, was sind denn die Fragen, die dann gestellt werden? Für die, Partys, die bleiben, die nicht direkt wegrennen. Die in der Küche bleiben. Die in der Küche bleiben, die fragen dann, was man alles schon so erlebt hat. Als Urologe. Und dann Ihre Top 3, was erzählen Sie dann? An lustigen Geschichten. Ja. Top 3 ist, glaube ich, man kann bis zum Ende der Party dann da sitzen und erzählen. Und die Geschichte, die dann so wir Laien dann immer wieder kolportieren, also dass dann Staubsauger im Spiel sind und so weiter. Stimmt das oder können Sie das ein für alle Mal dementieren? Nein, stimmt auch. Gab sogar eine Doktorarbeit auch drüber. Man kennt das ja. Heutzutage haben die ein sehr, sehr langes Rohr, ja, die Staubsauger. Jetzt weißt du, warum. Ist auch interessant, dass ein Urologe in der Sendung sitzt und sich nicht traut, das Wort Rohr auszusprechen. Früher gab es aber auch Staubsauger, die diesen Ventilator, der zum Erzeugen des Saugstroms da ist, die hatten circa so langen Ansaugstutzen nur. Ja. Das heißt, hier, die sahen eher aus wie so ein Besen, wo unten dann der Motor dran war. Dieses Stück bis zu dem Motor, der 2300 Umdrehungen die Minute schafft, war 11 cm lang. Wir rechnen kurz nach. Ja, genau, kann jeder zu Hause mal nachmessen. Die Durchschnittsgröße in Deutschland liegt bei ungefähr 13,5, 13,3. Dass das zu Problemen führen kann, dann ist natürlich klar. Ja? Und dann war halt der Penis dann schnell an diesem Ventilator. Und es gab wirklich schlimme Verletzungen. Ja, das manchmal ist weniger dann doch mehr. Ne? Lernen wir diesen Punkt. Okay. Das ist schlimm. Es muss ja so wahnsinnig sein, oder? Wenn man dann mit so einem Befund oder mit so einem Problem dann irgendwie in die Notaufnahme kommt, was erzählt man denn dann? Ich bin gestolpert. Ich habe mir den Staubsauger, damit ich mich schön nach der Arbeit belohnen kann. Nee, die sagen, ich habe die Katzenhaare aufgesaugt und war nackt dabei. Einer hat gesagt, er hätte, das war auch eine Doktorarbeit, die wurden auch alle befragt, was sie gemacht haben. Der eine hat gesagt, er hätte die Kaffeemühle reparieren wollen. Ich weiß nicht, ob er den Rest des Kaffees da raussaugen wollte, aber es wird halt wirklich... Und ist dann gestolpert und reingefallen und so, wie es halt so passiert. Also alles nackt macht man diese Vorrichtungen. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, es gab zwei Leute dabei, die dann behauptet haben, die ehrlich waren. Ich meine,
Jetzt reden wir so heiter darüber und haben auch großen Spaß. Und auch Sie haben Spaß, wie ich gerade gesehen habe. Ich frage nur, wie wir auf Humboldt kommen sollen von wir hier. Wir kommen gleich auf Humboldt. Mann, ich kann sehr guter Moderator. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Die Überleitung, das ist alles. Dann merkt man, wie es wieder steigt. Ja, wir nehmen, das ist alles streng wissenschaftlich, was wir hier machen. Ja. Aber ganz grundsätzlich, und das ist ja eigentlich das wichtigste Anliegen auch Ihres Buches, ja, viele Männer haben wahnsinnige Angst, zum Urologen zu gehen. Woran liegt das? Und wie kann man den Leuten diese Angst mal nehmen? Weil Urologe ist ein echt wichtiger Beruf. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich jetzt durch diese ganzen Geschichten nicht noch schlimmer gemacht habe. Nein, na Quatsch. Nein, das hat man ja selbst in der Hand. Man braucht keine Angst, vom Urologen zu haben. Ja. Das hat man in der Hand. Man hat das selbst in der Hand, Eckert, habe ich gesagt. Eine positive Botschaft ist Masturbationsschutz vor Prostatakrebs, oder? Stimmt. Ja. Gibt's das ist mal eine Vorsorgemaßnahme, Studien, für die man wirklich Männer begeistern kann. Ja. Das stimmt übrigens, ne? Das stimmt. Ich mag das, all das im zweiten deutschen Fernsehen, so kurz vor Mitternacht, finde ich gut. Aber warum trotzdem, warum haben die Leute, also speziell Männer sind ja sowieso... Also Männer sind ja allgemein eh ein bisschen arztfaul, Arztmuffel, ja. Ja, so, ja. Man hat auch Angst, ehrlich gesagt. Männer haben Angst. Klar, ne? Du hast Angst vor der schlimmen Diagnose. Ja, aber das ist ja das, wenn man jetzt zum Beispiel zur Vorsorge, das muss auch nicht jeder Mann direkt zum Urologen, ja. Wenn man 25 ist, man hat nichts, ja, braucht man nicht regelmäßig zum Urologen gehen. Die Frauen sind es natürlich auch so ein bisschen gewohnt, gehen halt vom Teenageralter dann zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt und sind so auch da so ein bisschen, sag ich mal, da werden sie sanft herbeigeführt. Frauen sind eh viel kompetenter, was ihren eigenen Körper auch angeht, finde ich. Ja, der Mann, doch. Der ne, sagt, so, ne? ich habe das jetzt, es gibt Leute, die gehen 7-mal in der Nacht auf Toilette, ne, weil sie eine Prostatavergrößerung haben. Und die stört das nicht. Ja, das erste Jahr gehen sie einmal, das zweite Jahr zweimal. Ne, und so langsam, irgendwann haben sie dann das Töpfchen neben dem Bett stehen, damit sie nicht mehr so weit gehen sollen. Ja. Aber das stört natürlich nicht nur den Mann, ja, sondern natürlich auch die Frau, die daneben liegt. Und wenn sie dann noch da ist, nicht ja. Mehr, ja. Und das Ganze, das heißt, der Mann, der gewöhnt sich auch einfach an Sachen. Ja. Was aber nicht immer gut ist. Aber diese Prostatavergrößerung ist dann, das ist, entnehme ich Ihren Worten, nicht zwangsläufig was Gefährliches. Und nee, genau, hat nichts das ist, mit Prostatakrebs so zu tun. Genau, ne? Das ist auch so ein großer Irrglaube, das dass, glauben viele dass Männer, alles, was die, an der Prostata genau. ist, direkt Prostatakrebs ist. Ist ja. es aber nicht. Nein, die Prostata ist ein Organ, das wir leider haben, sage ich mal. Und die Prostata, die Harnröhre geht durch die Prostata durch. Die umschließt ja? die genau. sozusagen. So. Und im Laufe der Zeit ist es bei jedem Mann fast so, dass die Prostata größer wird. Die wird am Anfang so ein bisschen außen größer, nur irgendwann kann sie dann auf die Harnröhre drücken. Ja, das merkt dann der etwas ältere Mann, dass der Harnstrahl nicht mehr so kräftig ist wie früher. Ja, da fragt man immer, ist es denn noch ein Strahl oder tropft es schon auf die Schuhspitze? Ja, das ist halt dann im schlimmsten Fall so. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann muss man da was machen. Da gibt's Medikamente. Kann man da was machen? Ja, also auf jeden Fall. Man muss nicht 7-mal in der Nacht aufstehen ja, und auf Toilette gehen, dann ist was nicht richtig. Und da gibt es erstmal Medikamente für, die das Ganze ein bisschen die Muskulatur in der Prostata entspannen, sodass okay. die wieder was weiter wird. Ja. Und wenn das auch nicht mehr hilft, gibt es noch Medikamente, die Prostata ein bisschen kleiner machen. Und wenn das irgendwann auch nicht mehr hilft, dann muss man drüber nachdenken, dass man die Prostata von innen ausschält, ja, mit einer Operation. Es wurde eben so viel darüber geredet, dass ich sag mal, in der Medizin alles schlecht ist, dass jeder mit einem, dass Leute mit einem Kniegelenk ausgestattet werden. Ich kenne aber, oder jeder kennt genauso die Leute, die sagen, ich habe ein neues Kniegelenk. Warum habe ich das nicht fünf Jahre vorher oder gemacht? Oder Leute mit oder, Star, ja, die, ja, die sagen, oder ich habe mir die Prostata ausschälen lassen. Ja. Es ist ein neues Leben für mich. Glaube ich. Also es gibt wirklich Patienten, die erzählen, sie planen so ihren Tag, dass sie genau wissen, wo die nächste Toilette ist. Ja? Die wissen, da beim Aldi davor ist ein Bäcker, da kann ich hin, da ist. Ne? Und das ist natürlich auch eine psychische Belastung. Ja. Ja? Aber der Prostatakrebs, der entsteht außen an der Prostata. Das habe ich in Ihrem Buch das erste Mal so gelernt. Das ist leider so ein bisschen das Doofe, ja? Wenn man sich vorstellt, ne? diese Harnröhre wieder. Wenn das Außenganze passiert, dann merke ich das gar nicht. Ja. Ja? So, das heißt, diese Vergrößerung, die merke ich irgendwann. Diese Verhärtung dann der Tumor, ja, den merke ich leider gar nicht. Das ist ja das, ich sag mal, da, Tumoren sind halt auch schlau leider. Ja. Die wollen möglichst lange ungestört wachsen und bis der Körper das merkt. Dafür ist zum Beispiel dann auch diese berühmte Tastuntersuchung da, ja, weil diese Hubbel, diese Verhärtung, die kann man dann über den Enddarm, kann man die Prostata tasten und die kann man tasten. Ja.
Und wenn man das tastet, vielleicht der PSA-Wert dann auch noch was erhöht ist, dann muss man halt auch überlegen, dass man da weiter nachschaut. Okay. Und auch, also es wird auch nicht jede, wenn jetzt ein 30-jähriger Mann hat mal Schmerzen am Hoden und der geht zum Urologen, dem muss man gar nicht auch den Finger in den Hintern stecken. Ja? Also da brauche ich gar nicht das zu untersuchen, weil der hat da auch noch nichts. Ja? Das größte Risiko für Prostatakrebs ist einfach das Alter. Ja? So, über 50 ist dann irgendwann mit. Da wird auch viel zu viel operiert. Es gibt auch Untersuchungen, ne? Obduktionen, dass man, dass man 80-, 90-jährige Patienten untersucht hat, die nicht am Prostatakrebs gestorben sind. Ja, und die hatten eine latente Form von Prostatakrebs. Aber mit dem Prostatakrebs gestorben sind, sozusagen. Mit, aber nicht daran. Du nimmst den mit ins Grab, aber hat dich nicht weiter. Hab mich gar nicht gemerkt. Ja, okay. Und, und das ist natürlich auch die Gefahr, dass man. Das Stichwort viel eben über Therapie, dass man diese Leute nicht behandelt. Ja? Dieser PSA-Wert ist im Moment das Einzige, was wir Urologen haben. Ja? Wir hätten gern was, was anderes, Besseres, wo man sagt, das Blut untersucht oder noch besser sogar ohne Nadel und sagt, ja, der hat Prostatakrebs, der hat eine schlimme Form von Prostatakrebs, der nicht. Aber man kann auf jeden Fall diesen Wert mit dem Arzt sehr gut diskutieren und gemeinsam überlegen, was man damit macht. Also. Aber viel ist schon gewonnen, deswegen finde ich das toll, dass Sie das so deutlich sagen. Wenn die Männer wissen, es gibt eine Wahl, weil jeder, je nachdem, was er selber für Vorlieben hat als Urologe, empfiehlt sehr vehement die eine Methode. Und es gibt oft mindestens zwei oder drei gleichwertige Optionen. Ja. Und darüber zu informieren, darüber in der Öffentlichkeit zu reden, Hut ab. Genau. Und manchmal ist es halt dieses Abwarten auch, dass man den Krebs, sage ich mal, beobachtet. Ja? Dafür muss man dann allerdings immer wieder Proben auch entnehmen, um zu gucken, ist er nicht schlimmer geworden? Ja, muss ich ihn jetzt behandeln? Engmaschig. Aber man bleibt ohne diese Operation, die halt auch Nebenwirkungen haben kann. Da wird sich auch noch was tun, ja, aber trotzdem sollte man, es gibt leider wirklich noch sehr, sehr viele Männer, die am Prostatakrebs sterben. Ja, und dieser PSA-Wert, der ist halt einfach das Einzige, was wir haben. Den würde ich auch nicht schlecht reden. Ja. Das muss man halt nur alles besprechen, was man damit machen kann und was nicht. Also, wichtiges Buch, auch sehr unterhaltsames Buch. Lustig, wenn zwei Ärzte hier zweimal Dr. Med hier am Start sind. Das wollte ich noch sagen. Also, es gibt auch nicht nur Männer müssen zum Urologen. Ja? Auch Frauen. Also, wenn man so eine Familie hat, zum Beispiel der Opa hat die Prostata, die Oma hat Inkontinenz, der Vater hat Probleme mit der Erektion, die Mutter hat Nierensteine, der Sohn hat eine Vorhautverengung, die Tochter hat Blasenentzündung. Ja? Also, das sind alles Leute, die im Wartezimmer sitzen. Krasse Familie, also, die Mann, so kennen. Alle Fälle. Ja. Wahnsinn. Also, danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und die große Frage ist, wie kommen wir jetzt, Frau Wulff hat sich schon gestellt, wie kommen wir jetzt zu Humboldt? Das ist natürlich ein Mann für alle Fälle. Ein Mann für alle Fälle. Andrea Wulff ist bei uns, Bestseller-Autorin, Kulturhistorikerin, hat ein grandioses Buch gemacht, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Die Eckdaten vorneweg, mal ganz kurz, in 23 Sprachen übersetzt, hast du auch noch nicht geschafft. 13. Woche Bestsellerliste, hast du schon oft geschafft. Trotzdem Gesamtauflage, wo mittlerweile weltweit? 350.000. Das ist sagenhaft, vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, worum es da eigentlich geht. Und es ist so eine Herzensangelegenheit von Ihnen. Das spürt man sofort, wenn man anfängt, darin mal zu lesen. Auch unheimlich gut besprochen. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, was ist so faszinierend für Sie an einem Mann, der vor 150 Jahren gestorben ist? Also es sind mehrere Sachen. Einmal ist es, dass Humboldt unser Naturverständnis revolutioniert hat und seine Ideen wirklich unser Denken über die Natur prägen. Also er hat im Grunde genommen das Konzept des Web of Lives erfunden und hat auch gewarnt. Also die Idee, dass alles miteinander zusammenhängt. Also das, was wir heute Ökosystem nennen würden. Und hat auch gewarnt vor dem von Menschen verursachten Klimawandel. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, das Leben von Alexander von Humboldt liest sich wie ein Abenteuerroman. Also das ist wirklich jemand, das war kein Gelehrter im Elfenbeinturm. Der war unfassbar abenteuerlich. Der ist also, ob der jetzt auf Vulkane hochgekraxelt ist, ob er den Orinoco runtergepaddelt ist. Das ist jemand, der so mit einer solchen Passion sich in diese Wildnis reingeschlagen hat. Und das ist für einen Autor
Autor der perfekte Protagonist. Also das sind so Momente zum Beispiel, da, also er paddelt den Orinoco runter, also der war 5 Jahre in Lateinamerika, 1799 bis 1804, paddelt den Orinoco runter. Ich meine, das ist die Zeit, ne, ohne Google Maps und gar alle nichts, Dinge, die gar, wir heute der wusste überhaupt nicht, was da auf ihn zukommt. Und mein Sohn sagte neulich zu mir auf die Frage, willst du mit mir wandern gehen? Nee, mache ich mit dir bei Google Maps. Und da habe ich gedacht, okay, so weit sind wir gekommen. Na, der hat also die Kamera. Wir haben ein paar Bilder, während Sie erzählen, Frau Wulff, und wir schauen da mal ganz kurz rein und vielleicht beschreiben Sie uns einmal, wie diese Reise ausgesehen haben muss, wie wir uns das vorstellen müssen. Das sind ganz tolle Bilder von den Kollegen von Terra X, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Es fängt natürlich mit dem Gepäck an. Also Humboldt ist mit 42 wissenschaftlichen Instrumenten durch Lateinamerika gereist. Irre. Also der war unglaublich kurios, der hat alles messen wollen. Also der hat zum Beispiel, wie sieht man hier, Thermometer, wenn er irgendwo angekommen ist, erstmal das Thermometer ins Wasser. Dann hat er so, und dann aber das, schauen Sie das mal, jetzt war, hier. Ja, das, der probiert die verschiedenen Wasser von den verschiedenen Flüssen wie ein Weinverkoster. So. Und schreibt das dann auch in sein Tagebuch rein. Der Orinoco schmeckt sehr, sehr abscheulich. Also das ist ganz wichtig. Er benutzt nicht nur die Instrumente, sondern auch seine Gefühle. Er sagt zum Beispiel, was zu dem Gemüt spricht, entzieht sich der Messung. Also für ihn sind die Messungen, diese ganzen Messungen genauso wichtig für das, was er fühlt. Also diese scharfe Trennlinie, so das Thema, die wir eigentlich gerade hatten. Ja, ne, so diese scharfe Trennlinie zwischen zum Beispiel Kunst, Poesie und Wissenschaft, die hat er nicht. Und er geht halt auf diese unglaublichen Abenteuerreisen, hat ein relativ kleines Team immer dabei. Also hier sieht man, die gehen über den Orinoco, da sind Wasserfälle, da müssen sie das Boot drumherum tragen. Und der geht da nicht mit so einer riesen Entourage durch die Gegend. Das sind also wirklich ein ganz, ganz kleines Team. Das sind zum Beispiel, da ist der Ameisen. Also alles wird probiert. Der Humboldt experimentiert oder testet seine Wissenschaft an seinem Körper. Also der probiert zum Beispiel Curare-Gift. Das ist das Gift, was die Einheimischen in den Blasrohren benutzen. Genau. Das probiert er. Der schmiert sich Chemikalien in seinen Körper ein. Dann experimentiert er mit Zitteraalen zum Beispiel. Das sind also 1,5 Meter lange Fische, die Stromschläge erzeugen können bis 600 Volt. Die holt, also wie soll man die raus? Dieses Gift, von dem Sie gerade, Curare-Gift, das ist ja hochgiftig. Ja, aber nur wenn es ins Blut kommt. Nicht wenn du es schluckst, baut es der Magen ab. Aber das wusste damals keiner. Doch, das haben die indigenen Völker ihm gesagt. Also der war halt. Und er hat es geglaubt, ja. Er war halt interessiert an allen, das Vertrauen musste er natürlich haben. Aber er war interessiert, was einmal seine Instrumente gesagt haben, aber auch, was die Einheimischen ihm gesagt haben. Also das ist so dieses beiden Zuhören im Grunde genommen, das war für ihn wichtig. Aber das haben früher oft so Forscher gemacht. Ne? Marie Curie zum Beispiel ist ja gestorben an den Röntgenstrahlen. Aber sie wollen Körper ist im Grunde genommen das wichtigste Instrument, was du hast. Daran kannst du merken, was passiert. Also das gibt auch ganz tolle Geschichten, wo er zum Beispiel, der war ganz eng mit Goethe befreundet. Und dann 1794 lernen sie sich kennen in Jena. Und dann stapfen die beiden, Goethe, der größte Literat Deutschlands, und der 25-jährige Humboldt, stapfen durch den tiefen Schnee zum Anatomieturm und sezieren Frösche und Mäuse und Leichen und sind also total begeistert über die Wissenschaften. Ja. Der konnte auch wahnsinnig gut zeichnen, ne? Ja. Da sehen wir das hier, schau mal. Das sind Originalzeichnungen von Humboldt, Kupferstiche, die basieren auf Humboldts Zeichnungen. Also Humboldt hat eben diese scharfe Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft nicht und kommt zurück mit Hunderten von Zeichnungen und arbeitet dann zusammen mit 50 Kartenmachern und Künstlern, um das in diese ganz tollen Kupferstiche umzuwandeln. Aber ist jemand, der ganz stark auch versucht, uns zu erklären, hier gibt es die Wissenschaft, das sind harte scientific data, aber die kann man auch ganz einfach und grafisch erklären, weil es ihm darum ging, dass Wissen für alle da sein sollte. Und das macht er durch grafische Darstellungen ganz oft, eben nicht durch Tabellen. Der erfindet zum Beispiel die Isotherme, die wir heute noch auf den Wetterkarten sehen. Ja. Also da kann man dann auf einmal kann man sehen, es gibt globale Klimazonen. Also er sieht die Natur als eine globale Kraft und zeigt das durch seine Zeichnung und durch seine Arbeit. Und geht dafür auch ein hohes persönliches Risiko, ne? Wenn du dann den Chimborazo zum Beispiel besteigst, das war ein Wahnsinnsberg damals. Ich meine, der ist 6500 Meter oder was? Fast 6300 Meter und der Chimborazo, also ein Vulkan im Ecuador, hat man damals geglaubt, war der höchste
Berg der Welt. Mhm. Und das war, also Humboldt ist von, durch die gesamten Anden, 4000 Kilometer, hat also jeden erreichbaren Vulkan bestiegen mit seinen Instrumenten, hatte einen Bediensteten, der nur dafür zuständig war, das Barometer zu tragen. Weil man damit ja die Höhe vom Berg messen konnte. Ja, irre Strapazen gewesen. Ja, also der ist auf den Chimborazo rauf mit einem verletzten Fuß, hat dann also wirklich Blutspuren im Schnee hinterlassen. Die haben natürlich auch keine Atemmasken oder sowas und hat da mit der dünnen Luft gekämpft und hat aber immer wieder das an seinem Körper ausprobiert. Also das war ganz, ganz wichtig für ihn. Und hat dann auch die Höhenkrankheit sozusagen entdeckt? Die hat die nicht entdeckt, aber er hat sie erlebt. Okay. Ja. Was, ganz schön was anderes stark. Ist. Ja. Ja. Also die sind im Grunde genommen auf jeden Berg hoch und runter. Ja. Sie, und haben Sie sie auch entdeckt? Ich meine, Sie waren auch da oben. Ich war, hatte keine Höhenkrankheit, aber ich bin auf den Chimborazo auch rauf. Das war aber nur bis 5000 Meter, na, bitte, muss man bitte. Dazu sagen. Machen ja, Sie sich nicht kleiner. Also das muss man erst mal machen. Und Sie sind selber auch über den Orinoco, über den Fluss sind ja, Sie. Ja, man muss, also man muss, also das ist alles eine sehr gute Recherche Ausrede. Ne? Das ist eine gute Ausrede zur Recherche. Man muss das alles sehen. Aber wenn man über einen Wissenschaftler schreibt, der so stark von der Natur beeinflusst worden, mhm. also Humboldts Welt hat sich verändert nach diesen 5 Jahren, mhm. dann weiß ich nicht, wie man das machen soll, wenn man nicht da gewesen ist. Ich musste den Orinoco fühlen, spüren, die mhm. Hitze. Ich musste auf diesen. Schmeckt immer noch so wie damals? Das habe ich nicht probiert. Ist denn Alexander von Humboldt jemals, die Frage liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, ist er jemals ernsthaft erkrankt? Ich meine, wenn du da diese Brühe da trinkst, das kann doch nicht, oder alles ist überall hoch. Also würde man denken eigentlich, ja. aber Humboldt war ziemlich kränklich als junger Mann in Preußen. Und in dem Moment, wo er in Südamerika ankam, ging es ihm richtig gut. Also das war wirklich so, als wenn dieses Korsett der preußischen Gesellschaft von ihm abgefallen ist. Das ist übrigens auch ein toller Teil dieses Buchs. Entschuldigen Sie, wenn Sie da unterbreche, aber die Motivation müssen wir einmal kurz besprechen, weil Sie das gerade auch so schön sagen. Ich meine, da hat einer echt seinen Traum gelebt. Ne? Da, ja. Ich glaube, das ist auch übrigens eines der Geheimnisse für den Erfolg dieses Buches. Das haben ja so viele Menschen in sich. So eine Sehnsucht, irgendwann mal zu sagen, so und jetzt. So Udo Jürgens mäßig. Ich war noch niemals in New York. Der war halt niemals auf dem Chimborazo. Und so hat er das gemacht. Was war denn die Motivation dahinter? Was ist denn die Geschichte dieses Alexander von Humboldt? Also Alexander von Humboldt war schon als kleiner Junge unglaublich rastlos. Also er hat später von sich selber beschrieben, dass er sich fühlt, als wenn er von 10.000 Säuen gejagt ist. Und er war schon als kleines Kind hatte der diese Rastlosigkeit. Also sein Bruder Wilhelm hat sich in seine Bücher vergraben und der kleine Alexander ist im Grunde genommen hat versucht, das Klassenzimmer zu verlassen, so oft es geht. Ist Wilhelm, dann der Gründer der Humboldt-Universität in Berlin. Ne? Genau. Und ist dann also durch die Wälder irgendwie gewandert und kam dann zurück, die Taschen voll mit Pflanzen und Steinen und wurde dann auch von der Familie geneckt als der kleine Apotheker, also war immer am Sammeln. Und interessanterweise haben dann später die Einheimischen in Südamerika sich immer ausgelacht und gesagt, er wäre wie so ein kleiner Junge, weil er immer noch die Taschen alle voll hatte. Und Wolt hat dann als Kind, die einzigen Bücher, die er wirklich genossen hat, waren dann die Reisebeschreibungen von Entdeckungsreisenden wie Captain Cook zum Beispiel. Und hat dann also geträumt von diesen Reisen, hatte aber eine sehr, sehr strenge, kaltherzige Mutter, die also ganz klar gesagt hat, hier Karriere wird gemacht in der preußischen Administration, hier keine Flausen im Kopf und irgendwie über die Welt reisen. Und der Kompromiss war dann, dass er im Bergbau, im preußischen Bergbau gearbeitet hat, weil er dort Geologe sein konnte. Mhm. Und dann ist die Mutter gestorben, als er Mitte 20 war. Und dann, also weder Wilhelm von Humboldt noch Alexander von Humboldt sind nicht zur Beerdigung gegangen. Der eigenen Mutter. Der eigenen Mutter, die waren also wirklich froh. Also ich habe einen Brief gefunden, den ein Freund an Humboldt schreibt, so nach dem Motto, du musst ja so erleichtert sein, dass deine Mutter endlich tot ist. Der hat also innerhalb von Wochen hat er gesagt, ich plane meine große Reise und ist dann also los, weil er natürlich, der hatte riesig viel Geld verdient, dann geerbt. Er hat ja so einen riesen Inheritance gekriegt und ist dann mit dem Geld los und hat das auch komplett ausgegeben. Ist auch als armer Mann gestorben, weil der sein ganzes Geld... Finde ich aber irgendwie schön. Ja. Der hat im Grunde sein ganzes Geld in Erinnerungen investiert und in Wissenschaft und in...
eigentlich das Beste, was du als Mensch haben kannst. Ja, Erinnerungen, also, ne? Also der, ich meine, wenn man sich das Leben von Alexander von Humboldt anguckt, also viel besser kann es eigentlich kann nicht sein. Machen. Ja, nee, der hat das schon richtig gut hingekriegt. Was heißt, diese Mutter, diese sehr kalte Mutter, wie Sie sie schildern, war sozusagen wichtigster Motor für diesen Ausbruch raus in die Freiheit? Ja, also die war im Grunde genommen, naja, nee, das Gegenteil, ne? Die war im Grunde genommen diejenige, die ihn festgehalten hatte. Ja, und in dem Moment, wo sie weg war, konnte er rausgehen. Also hat er sich noch 2 Jahre, ist er durch Europa gereist, um die besten Instrumente zu kaufen und die auch zu lernen, die zu benutzen. Und dann ist er, dann ist er los. Was ich auch nicht wusste, dieser Alexander von Humboldt war ja unheimlich populär schon mal. Also ja, der ist der an sein 100. Geburtstag, also das fand ich so unglaublich, sein 100. Geburtstag im September 1869 wurde wirklich überall in der Welt gefeiert. Also Mexico City, Melbourne, Moskau, Buenos Aires, Ägypten, USA. 25.000 Leute marschierten durch Manhattan. Die Frontpage von der New York Times, die gesamte Seite war über Humboldt. Also jeder kannte den. In Amerika haben sie gesagt, jedes Schulkind kennt Humboldts Namen. Das kann man sich heute nicht mehr so ganz vorstellen, aber das war auch damals Inspirator so. für Darwin und so weiter. Ja, also Darwin zum Beispiel hat gesagt, Humboldt war der größte Forschungsreisende, der je gelebt hat. Und ohne Humboldt hätte er sich nicht an Bord der Beagle gegeben. Auf das Schiff gesetzt, Wenn er nicht auf die Galapagos-Inseln gefahren wäre, hätte er nicht seine Evolutionstheorie entwickeln können. Und also da gibt es viele. Also Thomas Jefferson. Warum war der so populär? Thomas Jefferson sprechen Sie gerade an, einer Thomas der Gründungsväter der USA. Die waren befreundet. Simon Bolivar, der Mann, der die spanischen Kolonien befreit hat, hat gesagt, Humboldt ist der Entdecker der neuen Welt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil Humboldt so ein Universalgelehrter war. Der hat die Welt als Ganzes gesehen. Der hat die Erde als einen lebenden Organismus beschrieben, wo alles miteinander zusammenhängt. Der hat nicht diese kleinen, engen Kategorien gesehen, sondern der hat alles zusammengebracht. Und im Grunde, und das, also der hat Künstler inspiriert, auf Reisen zu gehen und diese Landschaften zu malen. Der hat Poeten inspiriert, Wissenschaft in die Poesie reinzubringen. Und Humboldt hat Bücher geschrieben, das war eine komplett neue Literaturgattung, weil er die Poesie in die Wissenschaft reingebracht hat. Weil es sinnlich war, ne? Begreifbar. Poetisch über Natur geschrieben. Zumindest das, was Ihnen auch gelungen ist, finde ich tatsächlich. Und es gibt einen Satz, den würde ich gerne rausnehmen aus diesem Buch. Der hat nach dieser Reise geschrieben, es kann sein, dass wir irgendwann, und ich meine, jetzt muss man überlegen, wie lange das her ist, dass wir irgendwann zu fernen Planeten reisen werden und dorthin werden wir dann unsere, Achtung, Mixtur aus Arroganz, Gier und Gewalt mitnehmen. Wir werden diese Planeten so veröden, wie wir es schon mit unserer Erde getan haben. Das ist ein Wahnsinnssatz. Wie kam der damals darauf? Na, das hat was damit zu tun. Also der ist durch Südamerika gereist, hat dann dort gesehen, wie Plantagen, wegen der Plantagen die ganzen Wälder gefällt worden waren. Hat dann beobachtet, was passiert ist. Also dass durch heftige Regen Stürme, der Boden weggewischt wird, dass der Boden ohne die Wälder ausgetrocknet ist und hat dann im Grunde genommen dort das erste Mal die grundlegende Bedeutung des Waldes fürs Ökosystem erklärt, hat also gesehen, wie diese Balance der Natur durch die Menschheit zerstört ist. Spricht von der verheerenden Menschenhand und sieht also diese Zusammenhänge, weil er global die Natur versteht und hat dann dort gesagt, hat davon gesprochen, von dem vom Menschen verursachten Klimawandel, 1800. Und er begriffen hat, dass Wälder atmen und dass das eine Auswirkung hat. Der hat aber zum Beispiel gesehen, also an der Küste Venezuelas hat er gesehen, wie die Austernbänke komplett zerstört worden waren durch Perlenfischerei. Auf dem Hochplateau von Mexico City hat er gesehen, wie das lokale Bewässerungssystem die Wälder darunter total verdörrt hat. Also er hat immer diese Zusammenhänge gesehen und hat dann, weil er diese globale Perspektive hat, dann erklären können, was wir und uns warnen können. Also dieses Zitat jetzt gerade über die fernen Planeten, das hat er 1801 in Lateinamerika geschrieben. Also Jahre bevor wir hier irgendwelche Abgasprobleme hatten. Ja, absolut. Ja, aber top aktuell. Ne? Ich glaube, es ist wunderbar, Ihnen zuzuhören. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Ich glaube, Sie müssen als nächstes ein Buch über Elon Musk schreiben. Den Tesla-Gründer. Sie werden sehen, dass der Mensch in andere Grenzen geht. Ja. Zu Teilen kann man es vergleichen, vielleicht mit Humboldt. Es dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber
Der macht Dinge, die hat nie jemand vor ihm gemacht. Der verändert die Welt mit Elektroautos. Ja. Das hat keiner der großen Autobauer gemacht. Hat mit der SpaceX an mit SpaceX. Der wird auf den Mars fliegen. Ja. Der ist ein Verrückter. Ja. Aber der ist liebenswürdig in dem, was er für, glaube ich, für uns alle macht. Ich schreibe immer lieber über tote Leute. Ah. Elon Musk ist noch vergleichsweise jung, ne? Die widersprechen nicht so häufig. Frauen wollen das nicht, wenn man so oft widerspricht. Frauen mögen das nicht so gerne. Alles Interpretationssache. Ja. Frau Wulff, welchen Rat würde uns Alexander von Humboldt heute geben? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich glaube, der wäre total geschockt. Das, was wir mit unserer Umwelt angefangen haben. Also total geschockt. Der hat vor 200 Jahren schon darüber gewarnt und wir sitzen immer noch in diesem ganzen Mist und haben irgendwie nichts verändert. Ich würde mir wünschen, dass Humboldt mal einmal kurz hierher kommen kann. Weil ich glaube, wir brauchen so jemanden wie Humboldt. Ja, oder Menschen wie Sie, die so glaubwürdig davon erzählen und Ihre persönliche Geschichte, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, aber Sie sind in Neu-Delhi geboren, haben in Lüneburg studiert, leben aktuell in London, sind also auch so eine richtige Weltenbürgerin, also jemand, der von außen rastlos, der von außen reinkommt und uns erklärt, was dieser Alexander von Humboldt eigentlich ist. Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Irgendeiner stirbt demnächst wieder und dann schreiben Sie über den ein schönes Buch. Andrea Wulff, danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den anderen Gästen dieser Sendung, bei Volker Wittkamp, unserem Urologen aus dem Großraum Köln. Herzlichen Dank, Herr Wittkamp. Großer Spaß. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Ferdinand Sudenhöfer, der heute unser Gast war, gemeinsam mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolaus Doll. Die VW-Abgasaffäre war unser Thema. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Eckart von Hirschhausen. Gratulation zu deinem großen Bestseller. Jetzt die Kollegin von Heute Plus. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Die Kulturhistorikerin Andrea Wulff, deren sensationeller Erfolg mit einer Biografie über Alexander von Humboldt gelungen ist, ist heute unser Gast. Außerdem der Urologe Volker Wittkamp, der Wirtschaftsjournalist Nikolaus Doll gemeinsam mit Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, mit denen wir über die neuesten Entwicklungen im VW-Abgasskandal sprechen wollen. Und noch ein Doktor, Dr. Med Eckart von Hirschhausen. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn zwei Männer begrüßen wollen, mit denen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen. Einer Geschichte, die beispiellos in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist. Ein Skandal. Morgen muss Martin Winterkorn, der ehemalige VW-Chef, vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages erscheinen. Und die Indizien verdichten sich, dass der Mann, der stets behauptete, nichts gewusst zu haben, möglicherweise sehr vieles wusste. Und im Moment kreist dieser Krimi um einen einzigen Tag im Juli 2015. An diesem Tag tagte der unter VW-Ingenieuren berüchtigte Schadentisch. Was das ist und wie es sein kann, dass man bei VW selbst dann noch als Manager Millionen verdient, wenn man schon längst in Rente ist, das wollen wir besprechen. Herzlich willkommen, Professor Ferdinand Dudenhöfer und Nikolaus Doll. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute unsere Gäste sind. Ja, hätten die VW-Manager gewusst, was schon Helmut Kohl wusste, nämlich entscheidend ist, was hinten rauskommt, sie hätten heute vermutlich deutlich weniger Probleme, was uns in gewisser Weise direkt zu diesem Mann hier führt, der ziemlich oft vor der Frage steht, was kommt eigentlich vorne raus? Er ist nämlich Urologe und hat sich seines Fachs jetzt literarisch auf eine Weise angenommen, die viele begeistert. Urologie mit Humor, das ist deshalb gut, weil es viele Tabus und Ängste nimmt und damit unter Umständen sogar Leben rettet. Diese Ängste haben natürlich mit der Direktheit dieses ganzen Themas zu tun. Er spricht es ganz offen aus und sagt, auch im Jahr 2017 gilt keine Diagnose durch die Hose. Und er sagt, wenn ich auf Partys sage, dass ich Arzt bin, ist das cool. Wenn ich dann erwähne, dass ich Urologe bin, ist das Thema durch. Herzlich willkommen, Volker Wittkamp. Schön, dass Sie da sind. Ja, und wir sind sehr gespannt.
Wir sind sehr gespannt, was passiert, wenn zwei Kollegen hier aufeinandertreffen. Das, was Volker Wittkamp gerade versucht, hat er mit so durchschlagendem Erfolg getan, dass daraus, man muss das so sagen, eine ganze Bewegung geworden ist. Das weiß, wer ihn mal live auf der Bühne gesehen hat, nämlich Medizin mit Humor zu verbinden. Sein erstes Medizinbuch über die Leber, die angeblich an ihren Aufgaben wächst, war ein Millionenseller. Jetzt aber steht er seit Wochen auf Platz 1 mit einem Buch, das uns ein bisschen zurückführt in die Zeit, als wir noch bereit waren, an Wunder zu glauben, an Magier und Schamanen. Magie, sagt er, wird in der Heilkunst völlig unterschätzt. Und er weist darauf hin, dass wir eigentlich alle in der Lage sind, wie Jesus übers Wasser zu laufen. Alles nur eine Frage der richtigen Temperatur. Und er berichtet von seiner Mutter, von der er als Kind oft die magischen Worte hörte: Schau mal, da fliegt das Auer aus dem Fenster. Und die Frage, die sich für mich aus dem Buch ergibt, lautet: Wann haben wir begonnen, aus lauter Klugscheißerei das Auer nicht mehr aus dem Fenster fliegen zu lassen? Eckhard von Hirschhausen ist unser Gast. Freue mich sehr, schön, dass du da bist. Ja, und für viele. Und für viele ist auch das, was ihr widerfahren ist, tatsächlich so eine Art Wunder. Denn nach allen gängigen Gesetzmäßigkeiten über die Entstehung von Bestsellern hätte all das, was ihr widerfahren ist, niemals passieren dürfen. Tatsächlich ist ihr ein Welterfolg gelungen mit einem Protagonisten, der schon ziemlich lange tot ist, für den sich schon länger keiner mehr so richtig interessiert, nämlich Alexander von Humboldt. Das, was dieser deutsche Gelehrte mit diesem völlig verkorksten Elternhaus geleistet hat, nennen sie die Erfindung der Natur. Und wir lernen staunend, dass da einer vor mehr als 200 Jahren schon im südamerikanischen Dschungel stehend die Zerstörung der Natur durch den Menschen beschrieben hat und den Klimawandel vorausahnte. Herzlich willkommen, Andrea Wulff. Freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Also, gibt viel zu besprechen. Lass uns gleich rein. Zunächst aber das, was morgen da ansteht. Gleich zu Beginn an Sie beide die Frage morgen. Martin Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Ein ziemlich einmaliger Vorgang. Was wird denn da morgen rauskommen? Also nach meiner Einschätzung nicht so viel. Es wird eine schöne Fragerunde sein, so wie man es in Deutschland pflegt, parlamentarisch ausgewogen. Wenn man es vergleicht jetzt mit Amerika, dort werden solche Leute gegrillt. Das war auch das Wort, das ich jetzt im Hinterkopf hatte. Ich sah die von mir so richtig gegrillt, genau. Und da kommen so Fragen wie: Haben Sie sich schon überlegt, was Sie in den nächsten 30 Jahren mitnehmen als Literatur, wenn Sie hinter Gittern sitzen? Und nicht so nette Gespräche, wie wir so morgen. Eigentlich haben wir schon. Ja, genau. Wie wir so morgen erleben werden. Also wir vermutlich so wie ein Hornberger Schießen ausgehen. Ne? Also, wie das Hornberger Schießen. Ja, glauben Sie auch, ja. Herr Doll? Also da wird absolut. Im Grunde mit Augsburger Puppenkiste, das wird eine reine Alibi-Veranstaltung. Die müssen was tun, ja, damit sie zeigen, dass in Deutschland und Europa jetzt auch irgendwas getan wird, nachdem die Amerikaner immer vorlegen und VW so vor sich hertreiben. Und jetzt kommen sie und werden morgen mit Wattebällchen schmeißen. Der Winterkorn wird gar nichts sagen. So, und dabei ist es tatsächlich ein Krimi, der sich da vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt. Und wir schauen noch mal ganz kurz zurück auf das, was da in den letzten Monaten passiert ist. Bitte schön. The biggest car company in the world, Volkswagen, is in turmoil tonight. Una sbandata che sembra essere quella non solo di una casa automobilistica tra i più importanti al mondo. The VW emissions cheating scandal reaches every road in Britain. Volkswagen, der größte Autobauer der Welt und das vielleicht wichtigste deutsche Unternehmen. Doch im September 2015 geht es plötzlich steil bergab. Die Dieselaffäre und manipulierte Abgaswerte erschüttert die Weltmarke. Amerikanische Umweltbehörden finden heraus, in 11 Millionen Autos hat Volkswagen eine Betrugssoftware eingebaut, um bei Prüftests den Schadstoffausstoß zu verringern. Die Grenzwerte für Stickoxid sind bis zu 35-fach überschritten. Die Beweise sind erdrückend. Volkswagen gesteht den Betrug. Die VW-Aktie verliert enorm an Wert. Martin Winterkorn tritt zurück. Bitter dabei, deutsche Kunden erhalten im Abgasskandal keine Entschädigung. Ganz im Gegenteil zu den US-Kunden. Ein Viertel der insgesamt 80.000 Fahrzeuge wird zurückgekauft, der Rest einfach umgerüstet. Martin Winterkorn weist bis heute jede Schuld von sich. Doch jetzt gibt es belastende Dokumente. Winterkorn steht plötzlich unter Verdacht. Was wusste er?